Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute Abend wieder bei timetodo.ch dabei sind. Heute bei uns gesund durch Wissen. Jetzt höre ich schon, wie viele sagen. Nehmen Sie sich gleich wieder ein Papier und einen Stift, um die Informationen, die Sie bekommen, auch aufschreiben zu können, sowie Websites und Telefonnummern, die wir unter dem jeweiligen Gast einblenden. Es sind viele Themen im Vorgespräch, haben mir schon die Ohren geglüht von dem, was mir der Andreas Schaufert, herzlich willkommen im Studio. Dann hat er mitgebracht die Lilo Horny-Kircher. Lilo Horny-Kircher. So in 10 oder 20 Jahren habe ich das voll drauf. Und dann haben wir den Dieter Hadinger. Hediger. Ja, genau. Vom Hadinger Strauß-Schönernamen. Ja, genau. Aber ist vielleicht in Deutschland angesiedelt. Genau, ja. Genau. Unser Thema, glaube ich, heute geht es um Ursachen und Wirkungen. Genau. Und so im Allgemeinen um das Thema unserer Haltung. Die Haltung könnten wir auch in anderen Bereichen, aber das wird eine Fünf-Stunden-Sendung werden. Wenn wir über geistige Haltung, heute wollen wir ein bisschen uns um den Körper kümmern. Was macht der Körper und wie macht das? Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, Andreas? Ja, zum Thema selber sind wir natürlich schon lange gekommen, also mit 20 Rolfing, Alexander-Technik und viele, viele Dinge habe ich immer beschäftigt, die Körperhaltung und dann daraus die nötigen psychisch oder psychologischen Schlüsse zu ziehen. Und er ist halt jetzt ein großer Meister in der Regulation des Organismus. Und darauf gekommen sind wir eigentlich, also ich habe ihm gesagt, du musst wirklich jetzt bitte kommen, weil es ist einfach wirklich wichtig, dass die Menschen das wissen, weil wir sehr viel Leid, unnötiges Leid dadurch verhindern könnten, wenn es angewendet würde. Und was sicher auffällig ist, die Komplexität des ganzen Themas. Also es ist unglaublich, aber ich finde, der Schöpfer hat das sehr weise gemacht, weil es wird uns nie langweilig. Immer wieder haben wir Neues zu entdecken, wir müssen Dinge hinterfragen, die wir vielleicht als Fakten anerkannt hatten über Jahrzehnte, dann werden die wieder in Frage gestellt. Und er macht eben eigentlich eine Ergänzung zu dem System, was ich habe. Ich arbeite von innen nach außen über Produkte, manchmal auch von außen nach innen. Und wenn wir dann nicht vorankommen, wie jetzt am Samstag, da war eine Kundin da mit schwerster Hüftarthrose, also wirklich schwerst, richtig schwerst, oder? Also die konnte kaum mehr gehen, die hat gelitten. Und dann habe ich ihr gesagt, schau, nimm die Produkte, aber geh bitte jetzt gleich zu ihm. Und dann konnte ich einfach live dabei sein, wie er diese Frau eine Stunde behandelt hat. Und das Gewaltige war wirklich, nach dieser Stunde war sie ein anderer Mensch. Und wohlgemerkt, sie hat vorher wie viele Therapien hinter sich? Ja, unzählige. Unzählige Therapien hinter sich gehabt. Und er hat einfach mit einigen wenigen Griffen, mit einigen Hilfsmitteln, hat er sicher mal den Schmerz um 80% reduziert. 60. 60 nur, okay, er ist bescheiden, ja, siehst du. 60 und die Beweglichkeit ist massiv verbessert worden. Massiv, ja. Jawohl. Also, und darum möchte ich eigentlich jetzt gar nicht viel sprechen, weil er ist eigentlich jetzt da unser Hauptgast und unser Hauptredner. Also heißt letztendlich, wenn ich das zusammenfassen kann, du hast in der Tätigkeit ja durch ja wahnsinnig tolle Produkte, das haben wir ja in den Sendungen jetzt schon gesehen, immer wieder mal an Grenzen gekommen, wo zwar das Produkt gewirkt hat, aber nur bis zu einem gewissen Maß, so wie es auch bei der Frau war. Ja. Und da die Frau hatte die Produkte noch nicht. Ah, okay. Die haben wir aber... Die machen jetzt parallel dazu. Genau. Während der Behandlung, also kurz vorher, haben wir ihr Neem, brasilianische Korallen gegeben. Energiepulver. Und Energiepulver. Und das war für ihn verblüffend, weil, was passiert ist? Ja, du kannst über die Leitfähigkeit, hast du dann festgestellt, wie der Körper sofort reagiert, oder? Also ich mache dann das mit der Scanner, das ist so ein Hautwiderstandsmessgerät, wo man dann schauen kann, wo liegt der Fehler, das ist eine russische Methode, da kommen wir vielleicht noch drauf und dann siehst du sofort, wo das Problem dann ist, oder? Und das ist, also erstmal finde ich das eine ganz tolle Kombination. Erstmal bei Kompliment, mache ich zwar selten, aber muss ich wieder machen, viele Menschen und Heiler vor allen Dingen, Ärzte, sind alles Mogule, das heißt, die können nur selber das Beste, alle anderen wissen nichts. Und Zusammenarbeit finde ich mal eine ganz, ganz klasse Geschichte. Möchte auch so sagen, ich würde mir wünschen, es würden noch viel, viel mehr Mediziner aus unterschiedlichen Bereichen zusammen ihr Wissen zusammenpacken. Noch eine Frage für die Zuschauer. Diese Hüftgelenksarthrose, ja. Was ist die Ursache, wo kommt sowas her?
Ja, das ist eine ganz lange Geschichte natürlich. Da könnte ich jetzt ins Detail gehen mit der ersten Tabelle, wo ich dir da habe, von das Bild 1, wo man dann sieht regulatorisch, wo das hingeht. Aber das Thema, was wir heute haben, ist ja nicht die Hüftarthrose, sondern wir möchten dann ein bisschen weiter nach oben kommen. Überhaupt mal. Also es ist eine Fehlstellung und es ist über Jahre lang eigentlich das Hauptproblem kommt aus der Beckendistorsion. Das gibt dann Überbelastungen. Und diese Überbelastung kannst du messen im Druck, von links zu rechts hast du unterschiedlichen Druck oder der Körper gleicht das dann aus über eine Skoliose. Das heißt, ich bewege mich falsch. Ja, in der Rotation, also diese Beckenrotation im Gehen, du kannst im Gehen, macht das so und das macht eine solche Hüftrotation. Wir sehen dann vielleicht noch ein Bildchen davon. Und das, wenn das nicht harmonisch ist, macht das über die Geschwindigkeit im Gehen, machst du dann eine Kompensation. Und das bedeutet, meine Gelenke nutzen sich, also werden überbelastet durch diese nicht natürliche Bewegung. Genau. Und fangen an, dort den Knorpel vom Knochen zu wetzen, genau. Bis irgendwann der Knochen auf den Knochen scheut. Nein, es ist von mir aus gesehen eben meistens nicht nur das Gelenk kann ja das machen. Es ist meistens noch ein Informationsunterbruch, weil durch diese Fehlhaltung muss die Wirbelsäule eine Kompensation vornehmen und das kann dann Nerven irgendwie touchieren, reizen oder einklemmen oder dann kommen die Signale nicht. Und das kann dann zu den Produkten, die Andreas hat, die Information nicht dahin bringen und er kann dann nicht reparieren. Oder der Körper kann nicht die Substanzen dahin bringen, um zu reparieren. Also das ist ja mal eine ganz wichtige Aussage. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, das beste Produkt kann Ihnen nichts helfen, wenn zwischen dem Ort, wo es herkommt, wenn Sie es einnehmen, oral und dann schlucken, dann muss es ja irgendwann dorthin transportiert werden, Hüftgelenk oder Knie. Haben Sie aber dort einen, wie sagst du, Unterbruch? Ja, genau. Eine Blockade? Eine Blockade. Oder genau, dann wird es nicht transportiert. Das heißt, dann können Sie das Gold in Würfel schlucken, es wird nichts nutzen. Also ganz wichtig heute zuhören, weil diese Dinge, und das war auch die Ursache bei meinen Zähnen in einer anderen Geschichte, alle wollten an meinen Augen rum operieren. Die Ursache aber, dass die Augen schlecht waren, waren die Zähne. Aber da werden wir heute noch viel mehr davon hören. Also das Interessante bei der Frau war, dass die vor zwei Jahren war es, eine komplett Sanierung hatte. Ja. Und das Interessante war, weil ich bin ja jetzt, ich beobachte Menschen natürlich physiognomisch, und das mache ich auch, aber ich kann jetzt nicht wie er manipulatorisch eingreifen. Auf jeden Fall war es sehr eindrücklich, wie sie ein sogenanntes Fliehkinn bekommen hat, ja, durch das. Und dann hat sie Makuladegeneration entwickelt, plus diese Hüftarthrose, aber die Makula hat sie, glaube ich, schon länger gehabt. Mhm. Aber vermutlich wird es dann durch diesen extreme Fehlstellung der Zähne, also dieser künstlichen Zähne, hat sie dann diese wirklich stark degenerativen Erscheinungen erlebt. Und die waren eben so schlimm, dass sie eigentlich, ja, die hat gar keine Hoffnung mehr gehabt. Jetzt, er sagt halt, Zähne allein ist gar nichts, sondern... Ja, es ist beides. Die Füße müssen auch in das Boot mitgenommen werden. Und wir können dann blenden wir gerade mal das tolle Bild ein. Ja, wir gehen mal zu den kleinsten Füßen. Ich komme von den Füßen und die Füße ist für mich, ich bin jetzt Großvater geworden und habe da Füße so gesehen und es ist ein Wunder, wie die Füße, mein Großvater ist Schuhmacher, mein Vater Orthopäde und ich habe Schuhtechniker gemacht zuerst. Und die Füße sind mir ein Anliegen. Und was kann man an den Füßen alles Positives oder Negatives machen? Wenn du die nächste Folie einblendest, wir waren ja schon mal da, dann machen wir jetzt ganz kurz diese Regulationsgeschichte, das ist diese Haltungsregulation. Und da sieht man jetzt diese Steuerungs-, die Grünen, das sind die Steuerungsebenen, auf die gehen wir heute ein bisschen näher ein. Das ist die Steuerung von Gehirn oder Auge oder Kiefer oder die Haut, eben Narben oder solche Geschichten können einen Haltungsfehler sein. Ich nehme immer die Roten, ich bin der Spezialist in den Roten. Das ist der Schultergürtel, das ist das Puffersystem vom Becken und das sind die Füße. Es ist noch der Atlas auf dem C7, der gehört auch noch dazu, aber es ist kybernetisch oder in der Regulation ein eigenes System. Das habe nicht ich erfunden, das kommt aus der Podotherapie oder von Dr. Brico aus Marseille. Er macht in der Posturologie diese Geschichte dasselbe. Und das ist das, was sehr interessant ist, wenn man diese verschiedenen Systeme dann miteinander vergleicht. Und man sieht da jetzt, wenn du einen scheinbaren Beinlängen oder einen Beckenschiefstand hast auf dieser rechten Seite an diesem Skelett, dann gibt es eine falsche Rotation. Diese Rotation kann nach oben über eine Skoliose oder nach unten über eine X- oder O-Beinstellung kompensiert werden. Und der Fuß macht dann die Anpassung in einem Knickfuß oder in einem Varus, also einem O-Beinfuß. Und da gibt es natürlich ganz viele Mischformen.
weil die Innenrotation von den Beinen das ausgleicht. Und dann kannst du 10 Jahre laufen und dann hast du einen Meniskus. Oder du kannst 10 Jahre laufen und dann hast du einen Bandscheibenvorfall. Oder hast du ein ischialen Problem oder solche Sachen, die sich dann da manifestieren. Und das finde ich eigentlich eine interessante Sache. Ich hatte von meinem Vater hunderte von Einlagen gesehen und habe die dann auf das Becken kontrolliert. Und die hatten nicht diese Wirkung, die ich mir erhofft habe. Und dann ging ich auf die Suche, was muss man machen, dass dieser Einklang zwischen Füßen und Becken und dann einen Schritt weiter noch zwischen Becken und Schultergürtel eine Harmonisierung geben. Und da sind diese verschiedenen Betrachtungsweisen heute sehr interessant. Also da könnte ich jetzt eine ganze Stunde reden. Jetzt haben wir ja, für mich jetzt mal, ich sehe das jetzt alles und es verblüfft mich. Wie merken wir es dann? Weil, wie gesagt, es sind ja alles das, was ich jetzt wieder gehört habe, hörst du ja hier vielleicht und vielleicht noch in manchen Seminarräumen, aber ansonsten hörst du es nicht. Mhm. Wie kaufen die Leute Schuhe? Die gehen in den Schuhladen XY, mhm, gucken, 39,95, jawohl, kann ich mal gerade leisten, schwupp drunter, tappen damit raus. Ja. Zähne. Zähne ist was, da wir wissen heute, das ist sehr, sehr kostenintensiv. Genau. Wenn am Zahn was ist, dann schiebe ich das hinaus, nehme die billigsten Materialien am besten, weil ich will ja im Sommer noch nach Gran Canaria fahren. Genau. Und das ist dann wichtig, zwar vordergründig wichtig, mhm, aber so leben wir heute. Aber ich glaube, wir haben einfach den Ernst der Situation nicht erfasst. Mhm. Da wird es große Probleme. Das ist so, ja, genau. Ja. Da hast du recht, das ist eindeutig so, ja. Mhm. Also nicht nur den Ernst, also generell natürlich müsste man anfangen schon bei den Kindern. Also man müsste im Kindergarten beginnen, erstens mal müsste man die Kinder eigentlich kontrollieren, um dann zukünftige Fehlstellungen zu verhindern. Mhm. Ich habe einen interessanten Fall in der Familie, da hast du mir geholfen. Der Samuel, der 12-Jährige, der hatte eines Tages hat er sich beschwert, er kann seine Knie nicht mehr biegen. Ja, ja, 12. Jetzt glaubst du, der hat vielleicht einen mechanischen Defekt oder so. Dann habe ich ihm gesagt, habe ich ihn angerufen, dann hast du mir, glaube ich, gesagt, hat er... Knickfuß, er hat extreme Knickfüße und dann hast du mir nur gesagt, er soll so machen. Das glaubst du nicht. Mit den Füßen? Ja, 2-3 Minuten mit den Füßen so, der konnte wieder tiptop laufen, innerhalb von wenigen Minuten. Und wenn so du jetzt, einfache Dinge, ja, mit so großer so, Wirkung. Ne? Das ist das Erschreckende an der ganzen Situation und darum eigentlich auch die Wichtigkeit dieser Information. Erstens, unglaubliche Summen werden verschwendet für Dinge, die einfach nichts bringen. Total kurzsichtig. Zweitens, komplette Missinterpretation und Missinformation der Menschen auf das Wichtige wird überhaupt nicht Wert gelegt, traurigerweise. Und dann, wenn man jetzt ein bisschen rumschaut, die Leute können also ab einem gewissen Alter, ich habe mich jetzt mal geachtet, erstens fast niemand ohne Stock oder Rollator, die Haltung ist eine absolute Katastrophe, nach vorne gebeugt, das kann auch seelischer Natur sein. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt diese Dinge lehren würde von Anbeginn an, und die Menschen so erzieht, also erzieht jetzt im Sinne bewusst macht, was das bedeutet. Einfach ihnen die Information, ja, geben. Genau. Das hätten wir natürlich eine ganz andere Gesellschaft. Genau, das ist so. Also es ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn du auf das nächste Bild gehst, das 1b, dann ist es die das Haltungssystem. Oder am Haltungssystem kannst du aufzeigen, eben so eine Rotation. Das ist jetzt eine Betrachtung von... Eich, sie hat das eigentlich so entwickelt, muskuläre Geschichte, also neuromuskuläre Geschichte, und das sind dann so Rotationen. Hier sieht man eigentlich das Problem in der Verdrehung des Körpers, ein bisschen übertrieben, aber das sind 80% der Leute laufen so rum. Rechtshänder oder Linkshänder ist dann die Schulter ein bisschen anders und das gibt dann das Problem. Wenn du den Knickfuß unten, sieht man das dann. Und wir korrigieren das immer harmonisch in den Einlagen. Dabei ist das eigentlich nicht ganz korrekt. Wenn das Becken über die Schuhe oder Einlagen am Becken nichts verändert wird, dann ist es eine Kompensation. Wir verschieben das irgendwo hin. Der Körper kann das in Sekunden ausgleichen. Und er passt sich dann immer an. Wenn du das nächste Bild an der Haltung, so lehrt das Dr. Brico, das ist an dem Rücken, siehst du, was er für eine Fußstellung hat. Das A ist der Normalfuß und dann das B, das ist ein Überholkreuz. Die haben dann eine Innenrotation und X-Beine und die anderen kompensieren dann nach C, D und F in eine andere Richtung. Das gibt ganz unterschiedliche Fußdeformationen, 2 Komponenten, Füßen, Plattfüße oder
eine Kombination davon. Das ist, am Rücken kannst du sehen, was sie für einen Fuß haben. Und wenn es nicht stimmt, dann muss etwas vorliegen, dann haben sie eine Operation, Knieoperation, einen Sturz, einen Beinbruch oder irgendwas liegt vor. Das System hat etwas gemacht, was es sonst nicht macht. Das ist die Erfahrung, oder? Jetzt sehe ich auch oft, ganz oft wieder junge Menschen, die über einen großen Onkel laufen, die so laufen. Ja. Jetzt hat mir ein Bekannter gesagt, das ist ein großer Effekt von Müttern, die Wettbewerb machen und sagen, mein Kind läuft schon mit 3 Monaten, zack. Das Hinstellen von Kindern zu früh auf die Füße zwingt das Kind dazu, weil es über den großen Zehen balancieren muss, sich zu halten, und dann drehen die Füße nach innen, um sicher zu stehen. Das ist ein liegt am Becken. Jedes Kind sollte krabbeln, also auf allen Vieren gehen, weil das Krabbeln ist die Ausbildung der Hüfte. Und umso mehr die krabbeln auf allen Vieren, umso besser ist das für die Hüfte. Aber meine haben nicht gekrabbelt. Was machen wir jetzt? Ja, das wird auch gehen. Nein, aber es gibt dann einfach eine andere Ausbildung der Hüftgelenke, wenn man nicht krabbelt. Also es funktioniert schon, aber man sieht dann gewisse Anlagen, die werden sich dann muskulär entsprechend wieder über den Rücken deformieren, also abbilden. Also es ist immer eine Harmonisierung, denn das Becken in ihrer Verdrehung nach vorne, das gibt dann die Innenrotation durch diese Oberschenkelköpfe, das gibt dann eine Innenrotation, eine Außenrotation, das gibt dann X oder gibt dann O-Beine. Also das ist ganz eine logische biomechanische Abwicklung. Also das ist, und das Denken, das sollte man mehr praktizieren, und auch diese Fehler im Becken. Wir hatten in Holland, wurde uns gesagt, eine Beckenrotation, die sollte innerhalb von 5 mm oder 1 cm sein. Hier wird vielmals gesagt, 2 bis 1,5 oder ist normal. Und das stimmt einfach nicht, oder? Da sehe ich sehr viele Zweikomponentenstellungen, hat man gesehen auf diesem Bild, und das widerspiegelt sich dann im Fuß. Das ist logisch. Und das ist irre, ne? Der Fuß ist dann adaptiv in seiner Verdrehung, wenn wir das aufs Gehen kommen, also die Abwicklung, die biomechanische Abwicklung, die ist noch viel komplizierter, weil der Fuß macht eine Spiralverdrehung, und die ist sehr komplex. Also das ist ganz interessant. Das ganze Haltungsthema, ich meine, ich war bei der Armee irgendwann, und da heißt es, also habe ich deutsche Sachen erlebt, erst als Rekrut, später dann irgendwann als Ausbilder natürlich, war da 8 Jahre. Und da musst du wirklich sagen, es gibt Leute, die können nicht mal gerade hinstehen. Können die nicht, ja. Weil sie so gebogen sind, genau. dass es denen wehtut, wenn die gerade hinstehen müssen. Und da habe ich auch gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Der Mensch steht doch mal vom Grundsatz her gerade und alles andere wird doch verschoben. Woher kommen denn diese vielen Deformationen? Es beginnt ja schon, wie oft höre ich, dass bei vielen Leuten der Atlas schräg sitzt. Also nicht so unter, sondern ist verschoben. Ja. Und dann fangen die Leute an und dann laufen die irgendwann so, meinen aber, sie laufen gerade. Das sehe ich übrigens brutal oft, wenn ich hinter jemand herlaufe, dass eine Hand länger hängt wie die andere, weil der oben einfach so ist und nicht gerade. Woher kommt das denn alles? Also ich beschäftige mich schon lange damit, weil meine These oder auch das von der Podotherapie, auch von Dr. Plico, ist die Fixation der Haltung, oder? Da ist eigentlich der Schlüssel, wie kann ich jede Therapie, jede Behandlung, was ich mache an meinem Körper, was verändert nachher die Statik? Ich kann eine Bewegung in eine Rotation machen, aber was macht es dann, dass es wieder zurück in eine gerade Haltung geht? Und das ist das Geheimnis. Es ist nicht das Lösen, sondern das Fixieren, das ist das Entscheidende. Also, und das sind dann eben die übergeordneten Zentren, die grünen eigentlich auf dieser Tabelle, wo man sieht, das Gehirn, eine Hirnerschütterung, ein Schlag auf den Kopf, das Auge in Konvergenz, Strabismus oder die Zähne. Das ist wieder sind wieder dabei, ne? Und Narben. Narben am Hals oder irgendwo kann auch eine Haltungsrotation geben. Also gerade bei Frauen, Kaiserschnitt, Blindarm, das kann dann eine Rotation auslösen. Die hast du dann, und danach macht dann der Körper sein Klischee draus oder seine Haltung. Das ist ja ganz eine verrückte Geschichte. Und das ist das, was sehr interessant ist, oder? In der Zusammenfassung können wir vielleicht auf dieses Thema noch zurückgehen. Wenn du das nächste Bild nimmst, das C1, das ist dann die muskuläre Kette, also das System, oder das ist eigentlich eine Erklärung, dass die Steuerung über das gesamte System geht. Und da sieht man jetzt da auf dieser Tabelle, dass diese Kette, das ist jetzt der Kopf oder über den Kopf, und das geht jetzt runter bis zu den Füßen, wenn du das kleiner oder größer machst. Ja, hier haben wir jetzt über das Kiefergelenk gehen die Steuerungssensoren, die linke und rechte, gehen da über das Kiefergelenk dann ins Hirn.
Und hier sieht man diese Kette, die kreuzt sich im Becken und kreuzt sich im Knie und kreuzt sich dann unten im Fuß wieder. Und so kann man verstehen, wenn diese Züge nicht parallel sind oder gegenseitig, dann ist das wie ein Pfeilbogen, verändert sich die vordere. Deshalb hast du einen Bauch oder du hast ein Hohlkreuz, weil diese Züge im Becken zum Atlas oder zum Nacken nicht stimmen. Und dann hast du eine nach vorne gerichtete Haltung oder eine rückwärts gerichtete Haltung oder machst mehr Flexion im Knie oder dann einen Knick oder eine Abduktion im Fuß, eine Außenrotation. Also bedeutet aber dann immer erhöhte Abnutzung. Ja, ja, das ist klar. Der Körper ist da sehr genial dabei. Ich meine, ein Kugelgelenk, das kann ja auch hier sich bewegen. Das ist ja nicht, es ist das Problem, wenn das normal wäre so, dann kannst du 20, 30 Jahre, 50 Jahre kann das so und dann hast du irgendwann ein Problem, weil nur noch ein Viertel oder einen bestimmten Teil dieser Fläche also unter Druck steht oder eine Überbelastung. Oder? Jetzt werden wahrscheinlich viele auch, so wie ich, muss ich ehrlich zugeben, da sitzen und denken so, ach ja, bei mir ist alles normal. Ja, ja das ist so, das stelle ich ja auch fest. Ich hatte sehr viele Schuhveränderungen und Einlagen gesehen und habe dann festgestellt, das hat sich an der Haltung gar nichts geändert. Man hat etwas korrigiert und der Körper hat sich darauf eingestellt. Du kannst einen Stein in den Schuh tun, das tut dir sofort weh. Wenn das ein runder Stein ist, wirst du den nach vielleicht einer halben Stunde nicht mehr spüren. Das ist, du kannst im Fuß unten kannst du hineinmachen, was du willst. Wenn es in die richtige Richtung geht, in der Rotation, dann weicht der Fuß selber im Schmerz aus. Und dann macht es eine neue Anpassung. Also das ist ganz eine komplexe. Das untere Sprunggelenk hat keine Muskelansätze. Es ist ein freies System. Es ist ein Anpassungssystem in den Unebenheiten von Boden oder von Schuhen. Und wir sind nur in den Schuhen. Wir verkümmern eigentlich die propriozeptive oder die regulative Ebene von den Fußsohlen. Also barfuß gehen auf Sand, Stein oder unebenen Boden, das wäre zwischendurch wieder mal gut. Wenn du barfuß auf ein Kiesbett stehst, bist du in der Haltung sofort gerade, wenn du keine Blockade hast im Becken oder im Nacken. Ja, weil es sofort. Ist wie wenn der Fuß sich so ausnivelliert. Genau. Da. Das geht dann über ein anderes System, das ist ein Druckregulationssystem. Und okay. Über dieses Druckregulationssystem sucht der Körper sofort, dann wo kann ich das kompensieren. Genau. Also das ist eine ganz geniale Geschichte. Du kannst auf eine weiche Matte stehen und du bist sofort gerade, also jeder. Aber wenn das Becken schräg ist, bleibt das schräg. Und wenn du wieder weggehst aus einer weichen Matte, wirst du sofort zurückfallen ins alte Muster. Gut, vielleicht gehen wir mal noch ein bisschen zu dem Ursachenthema hin. Ja? Wir haben jetzt noch 5 Minuten in der ersten Hälfte, bevor wir dann auf die Lösungen kommen müssen, weil jetzt haben wir ja so viel gehört von Problematiken. Mhm. Wir haben das Wort Zähne auch gehört. Jetzt, wie gesagt, bin ich ja da gerade selbst betroffen in der Augengeschichte, aber was haben denn die Zähne mit der Körperhaltung zu tun? Ja, das habe ich selber. Ich hatte eine Spange und ich habe einen Tiefbiss und ich habe einen Konvergenzfehler, aber das ist durch einen Unfall entstanden. Aber die Zähne ist durch die Spange auf der rechten Seite bei mir 2 mm höher. Und das heißt, alle Bissfunktionen, die ich mache, hat eine Rotation des Kopfes zur Folge. Also der Zahnarzt oder die Plomben, die ich da habe, die wurden einfach im Liegen auf eine schräge Haltung von meiner rechten Schulterhaltung fixiert, weil die Füße nicht mit ins Boot genommen wurden. Ich hatte eine Skoliose und ich konnte 5 Jahre meine Haltung nur über die Füße, über mein Einlagensystem konnte ich das korrigieren und ich bin sofort schmerzfrei gewesen. Entschuldigung, ich bin kein Profi und mir ist es jetzt wenig verständlich. Habe ich das richtig verstanden? Wie macht er denn die Plombe schief? Der kann doch die Plombe nur so reinmachen, wie der Zahn ist. Und ja, aber wenn irgendwann am Zahn oben ist Schluss. Ja, klar. Und dann sagt er, hält mir so ein blaues Teil rein, dann draufbeißt, dann sieht er, deckt sich, alles gut. Genau, aber du bist dann vielleicht so in der Stellung, dann macht er da so und dann hast du die Zähne in dieser Position, auf diese schräge Haltung, ist es in Bezug auf den Atlas muskulär dann eingeschliffen. Du wirst ja meistens auch gelegt. Und wenn du dann wieder aufstehst, dann ist das, dann reguliert sich der Kopf zu den Füßen. Ach so, das heißt, der Kiefer hat einen ganz anderen Stand, Ober- zu Unterkiefer, wenn ich so liege, als wenn ich stehe, als wenn ich gerade liege. Ganz genau. Und wie war das noch beim Zahn einsetzen? Hast du im Vorgespräch was gesagt, auf was muss man achten, wenn man also einen neuen Zahn bekommt? Man hat dann so einen Stift im Kiefer und soll jetzt einen neuen Zahn bekommen. Ja, dann bin ich der Meinung, also das sag nicht ich, das habe ich von diesen Spezialisten, die ich kenne, in der Schweiz gibt es auch einige davon, die das wirklich professionell machen, meistens Zahntechniker, die dann auch sagen, man muss
für die Schlusskontrolle oder das Einpassen dieser Stiftzähne oder diesen Implantate oder ja. Aufbissschienen muss man im Stehen kontrollieren. Das ist wichtig, aha, dass die Füße in Bezug auf das Becken und die Schulter gerade sind. Dann funktioniert das. Also auch gut, also das nächste Mal, wenn ich beim Zahnarzt bin, werde ich ihm das gleich mitteilen. Also ich kann, ja, ich habe so eine Aufbissschiene dabei, das ist so eine Aufbissschiene, das ist meine Aufbissschiene. Die ist jetzt 2 mm hier höher auf dieser Seite und die macht sofort eine Haltungsregulierung bis an die Füße. Wenn ich meine Schuhe ausziehe, ich habe immer eine Skoliose, einen Bandscheibenvorfall und der ist da, das ist ein Schaden, den ich habe. Aber wenn ich die Beckenrotation rausnehme, dann geht das auch über die Schiene. Ich brauche keine Einlage. Ich kann das machen mit den Schienen, das kann man jetzt vielleicht hier nicht so ganz gut zeigen, aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Also es ist spannend. Also da gleichst du das aus, was sie damals letztendlich falsch gemacht haben, genau, sage ich mal. Und das macht dann den Atlas sofort wieder gerade und das macht dann aufs Becken gerade und das ist so. Ich habe da auch ein Filmchen mitgebracht, aber vielleicht reicht das nicht, alles zu sehen. Zeigen wir gleich nochmal. Aber was ich nochmal fragen will, jetzt gehen Hunderte von Zuschauern zum Zahnarzt. Also ich habe noch nie beim Zahnarzt was im Stehen gemacht. Alles auf dem Sessel, im Sitzen oder halb liegen. Mhm. Wir wissen das nicht. Wir als die normalen, sage ich mal, Patienten, Klienten in Anführungszeichen, haben ja kein Fachwissen. Wir gehen dahin und vertrauen, dass der alles weiß, was er da macht. Wie merke ich denn, wenn da was falsch gelaufen ist, bevor es zum Dauerschaden wird? Das Problem ist eben, dass der Körper sich anpassen kann. Das merkst du sofort eigentlich nicht. Das ist ja das Fatale an der ganzen Geschichte. Weil das ist auch bei den Einlagen oder Schuhen oder anderen Sachen. Du verschiebst das einfach. Der Körper sucht sich dann in sich selbst wieder ein harmonisches. Der sucht dann wieder die beste Position, dass du keinen Schmerzen hast. Ja, du hast mir aber vorher erklärt, wenn jetzt über Jahre hinweg ich meine Wirbelsäule schief halte, weil irgendwas verbogen wurde, dann gibt es eine Skoliose. Skoliose, ja. Skoliose. Ein S in der Wirbelsäule. Und das hat ja dann übelste Konsequenzen. Kann. Es gibt sehr viele, die haben eine, aber so, wenn die Bandscheibe dick genug ist, kannst du das 20 Jahre kompensieren. Das geht immer gut. Ich sehe sehr viele. Ich habe auch schon jemanden gehabt, der war 85, der hatte keine Schmerzen, war ganz kurlig da und ich konnte nicht verstehen, dass der keine Probleme hatte. Aber der war eigentlich sehr vital, hatte eine sehr gute Knochendichte und hat sich gut ernährt und viel Bewegung und das konnte das alles kompensieren. Der hatte keinen Unfall. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, die Ursachen sind ganz, ganz wichtig in den Dingen. Da wollen wir gleich nochmal näher hinschauen. Wir sehen uns gleich wieder nach der folgenden Werbepause. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht hat. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Heute bei uns neben Andreas Schaufert und Lilo Horny-Kilcher haben wir noch den, jetzt muss ich die Visitenkarte schon rausholen. Peter Hätiger. Der Andreas ist mir zuvor gekommen und der Dieter hat ganz wichtige Informationen für uns. Und zwar, wie wir darauf achten müssen, dass unsere Haltung, unser Gang, unsere Zähne, dass all diese Dinge richtig stehen im Verhältnis zueinander, auch wenn repariert wird, denn es kann schwerwiegende Konsequenzen haben auf unserem ganzen Körper. Kommen wir gerade nochmal, war der letzte Punkt, wo wir in die Pause sind, das Thema Zahnstellungen. Wir blenden das mal ein, was ich da auf dem Monitor habe. Ja, da sieht man ja eigentlich, das ist aus der Zahntechnik, das sind die bekannten Klassen, bis Klasse 1, 2 und 3. Von der bis Klasse 1 sieht man einige, bis Klasse 2, das ist sehr häufig und die werden eigentlich sehr gut korrigiert über die Zahnspangen und so. Aber die Auswirkung in der
Okklusion in der Passform von solchen Fehlstellungen, die haben dann eine haltungsregulierende Wirkung. Man sieht das an diesem Bildchen, wenn die Zähne weiter vorne stehen oder jetzt hier unten weiter hinten, die sieht man weniger, wenn die Unterkiefer weiter vorne stehen, dann gehen die mit dem Kopf und der Brust nach hinten. Die Zähne haben eine haltungsregulierende Wirkung in der seitlichen Ansicht. Also wenn Sie Leute betrachten von der Seite und die auf den Kiefer schauen, dann sieht man das, ob der Kiefer parallel steht oder weiter vorne oder weiter hinten. Also das ist eine bekannte Sache. Das wissen wir schon lange, aber die Lösung dafür ist dann eine andere. Mhm. Weil da gehen dann die Meinungen sehr stark auseinander. Entweder betrachtet man das nur auf die Zähne oder man betrachtet das auf die Haltung. Da kannst du dann unterschiedliche Sachen daraus schließen. Ich habe noch ein Filmchen jetzt mitgebracht. Dann schauen wir uns das auch gerade mal an. Das ist ein Filmchen, das schon... Dr. Kümmer, abgesehen vom Rücken, welche Probleme können denn noch durch einen schlechten Biss auftreten, an die wir jetzt vielleicht gar nicht denken? Ja, da zum Beispiel liegt ja das Kiefergelenk sehr nah am äußeren Gehörgang. Ja, man hat schon berichtet von Tinnitus zum Beispiel, der eben auf Kiefergelenkprobleme zurückzuführen ist und die wiederum ursächlich auf einen falschen Biss zum Beispiel. Ja. Oder auch extreme Nackensteifigkeit, die dann da direkt mit im Zusammenhang ist. Also das, was beschrieben wurde, sind sicher Ursachen, Symptome, die man dann sich auch einmal im Gebiss erstmal anschauen sollte, ob da irgendwo die Ursache zu finden ist. Mhm. Ja. Wir haben jetzt hier mal so ein Modell vor uns stehen. Vielleicht können Sie uns mal erklären, wie es kommt, dass die Zähne einen solchen gravierenden Einfluss auf unseren ganzen Körper haben können. Ja, auch wenn die Zähne zum Großteil mineralisiert sind, ja, sind sie doch sehr sensibel und empfindlich. Ja. Wir sehen zum Beispiel hier im Modell sehr schön, das sind die Nervenbahnen, die hier praktisch mit den Zahnwurzeln verbunden sind im Ober- und Unterkiefer. Und die sind natürlich für diese extreme sensible neuromuskuläre Rückkopplung, das heißt, im Zentralnervensystem gibt es also direkte Rückkopplung, die geht aber eben nicht nur wieder zurück ins Gebiss, sondern auch in den Rest des Körpers. Und wenn wir nun eine Schiefstellung haben, dann wird auch da Information mit einem, ja, ich sag mal, exzentrischen Druck, ja, weitervermittelt. Das kann sich dann über das Gelenk zur Nackenwirbelsäule weiter fortsetzen, über die Einzelwirbel bis hin sogar zur Hüfte und so weiter. Ja. Und damit sind auch Hüftfehlstellungen unter Umständen auf langjährige Fehlbelastungen. Das Wichtigste haben wir gesehen. Ich glaube, es ist auch klar. Genau. Und das sagt alles. Ich meine, ich hatte jahrelang eigentlich dieses Problem auch und ich wusste nicht, wie ich korrigiere. Mein Zahnarzt wollte nichts wissen davon und ich habe dann gesucht. Ich kann heute mit Bestimmtheit sagen, dass die Zähne für die Fixation der Haltung eine wichtige Rolle spielen. Und da bin ich sehr interessiert, Leute zu finden, die so denken oder dass man mit Therapeuten dieses Problem nicht nur an dem Problem holt, sondern dann auch an der Wurzel, an der Zahnwurzel. Weil das ist ja eigentlich ein richtig ganzheitlicher Ansatz, den du da gerade bringst, weil das ist ja wieder das, weißt, das Zusammenarbeiten, so wie ihr, würden sich Zahnärzte da noch mit ins Boot begeben, ja, ja. Dann hätte man natürlich dann eine komplette Mannschaft, wo man dann sehen kann, okay, da ist die Zahnstellung, da ist es der Zahninhalt, dann wie gesagt, die Mittel, die du in Jahren rausgesucht hast, können beide Dinge helfen, können Heilungen in Zähnen verursachen und dann natürlich, wenn dann korrigiert werden muss, dann muss auch der Kieferchirurg wissen, was er macht und wie es funktioniert. Ja, genau, das ist so. Ja. Umso früher, umso besser, oder? Ja. Und das sehen wir natürlich dann auch in der Mundhygiene. Ich schaue jetzt natürlich als Orthopäde mal in den Mund. Und dann sieht man natürlich Unglaubliches, wie auch an den Füßen, da sehe ich auch Unglaubliches. Also auch Positives, aber ich sehe auch manchmal ganz Schreckliches. Also einfach das ist auch so was, Männer sowieso, glaube ich, ne? Für uns sind die Füße nicht so entscheidend, Frauen haben noch offene Schuhe im Sommer und malen sich die Zehennägel an oder was, die achten noch auf die Füße, auf die Pflege, aber ich habe da auch eine Bekannte, die ist Fußpflege, die hat auch gesagt, uiuiui, wenn da manchmal die Hand der Schöpfung kommen. Genau. Da wird es ja schon schwindlig, weil sie nicht auf ihre Füße achten. Genau. Was hast du denn für Hilfsmittel jetzt aus unserem Repertoire, wo du siehst, dass es eben auf diese
Systemfehler eine positive Wirkung. Eben das eine ist, dass man eben versucht mal, man kann ja nicht alles lösen auf sofort, aber wichtig ist von mir aus gesehen, dass man vom Becken aus, also die Füße zum Becken in eine neutrale Zone, eine Rotation wegbringt, und das kann man auf ganz unterschiedliche Weise machen. Man kann das über Einlegesohlen machen, eben zum Beispiel eine Ionensohle kann man machen, wenn man keine Blockierung hat. Oder man kann das über eine solche Polarisationssohle machen. Das ist jetzt dasselbe, was da ist. Ist ja eine feste Sohle. Nicht alle haben gern, dass es so schwabbelig ist oder dynamisch ist. Dann macht man das über eine solche Sache. Das ist dann die kleinste Einlage über einen Polarisationsfilter. Kann ich hier vielleicht auch noch zeigen. Aha, das ist dann was so in den Damenschuhen, ja, genau, dass man vorne drin liegen kann. Ja, oder in die Mitte, da wo es hingehört. Einfach, dass man über diese Schiene dann wenigstens mal die neuromuskuläre Steuerung überlisten kann. Ich habe sie nicht korrigiert, nur im Fuß gesagt, wo er sich hin orientieren kann. Das ist die Theorie. Aber das würde auf jeden Fall schon Linderung bringen. Das heißt, es werden Schiefstände ausgeglichen dann durch die Information da drin, aber natürlich nicht dauerhaft. Nein, wenn es dann schwieriger ist, dann machen wir das eben über eine solche leichte Korrektur. Also man macht dann kleine... Wow, das sieht jetzt schon ganz speziell aus. Ja, das ist jetzt eine Testsohle, einfach mit verschiedenen Elementen, dass man dann an verschiedenen Stellen über 2 bis höchstens 4 oder 5 Millimeter einen Aufsatz macht, um den Fuß in diese Richtung zu lenken. Das ist klassische Orthopädie oder Podotherapie, wo man dann das korrigiert, wo es hingehört. Und so kann man eine Rotation machen. Was machst du damit? Oder eben den Nacken, das ist jetzt meine Nackeneinlage. Ich habe so eine kleine Nackeneinlage gemacht. Die klebe ich mir hier hinten an den Hemdenkragen. Mhm. Einfach, ich habe festgestellt, dass über diese negativen Ionen oder diese Infrarot diese Rotation um 50% korrigiert wird. Ach. Ja, und das, dann habe ich da von oben, und wenn ich das von unten her mache, dann habe ich schon eine Stabilisierung. Der Körper weiß dann, wo er kompensieren soll. Und der Rest muss man dann über Deblockierungen oder Muskeln lösen oder Physiotherapie. Also Blockaden heißt, es können natürlich auch psychische Ursachen sein. Kann auch sein. Die da blockieren und hindern. Es können physische sein, es kann durch einen Unfall verursacht sein, durch Schockzustände, durch alles Mögliche. Das ist so. Aber was die Kernaussage heute ist, wenn mein Knie wehtut, muss das nichts mit dem Knie zu tun haben. Das ist eindeutig, Und da geht es ja hin. Genau. Das wird ja oftmals gemacht. Oh, ich habe am Knie was. Dann geht man in die Apotheke, holt sich irgendein Mittel, schmiert es drauf, bindet das Knie ein, macht sonst irgendwas. Genau. Guckt aber nicht auf den Hintergrund. Wie viel Prozent der Menschen trifft das denn? Ja, 95%. Ach was. Ja, es gibt nur 7 oder 5, 6%, die wirklich gerade sind. Ja, es ist sehr erschreckend, aber es ist einfach so. Unsere Zivilisation durch unser Essen und Trinken und wie wir uns bewegen und so, hat sich das einfach eingeschlichen oder auch mutiert durch verschiedene, auch durch die Geburt von Kindern wird das natürlich immer wieder weitergegeben. Wo die wirkliche Ursache in der Regulation, also in dieser Fixierung ist, das wissen wir noch nicht ganz genau. Jetzt habe ich ja da auch Negativbeispiele. Das heißt, dass Leute 10 Jahre zum Physiotherapeuten gehen und der 10 Jahre lang am Nacken oder am versteiften Knick oder am schmerzenden Rücken rummassiert und rumdrückt und rumbiegt, aber letztendlich das Problem nicht in den Griff kriegt. Das heißt, er schafft sich auch ein Krankheitsabo mit dem Menschen. Ja, genau. Was wäre die richtige Lösung? Regulativ denken, also das machen sie ja schon, aber man lässt dann eben die Füße oder der Kiefer oder die regulativen Komponente lässt man weg. Oder auch die Nährstoffe lässt oder man eben die weg. Nährstoffe lässt man weg, ja. Also das ist nicht zu unterschätzen, wenn du natürlich zu wenig Nährstoffe hast. Wir sehen das ja oft mit dem Gold, dass sich Menschen nur durch die Einnahme von Gold schlagartig verändern in ihrem Bewusstsein, in ihrem Wohlbefinden. Jetzt haben wir gerade eine Rückmeldung gehabt, die grenzt ans Überirdisch, wunderbare. Eine Frau seit 20 Jahren depressiv, Epilepsie, nimmt einmal Gold und dann diesen Goldstaub fürs Gehirn und ist seitdem stabil, hast du auch gehört, seitdem stabil, neuer Mensch. Mhm. Und da sehen wir eben auch wieder die Auswirkungen der richtigen Mineralstoffzufuhr, der Nährstoffe, eben das Nehmen, dass die Gelenkschmiere immer da ist, dass der Knorpel überhaupt nicht abgewetzt wird, sondern dass der ständig, wie du deinen Reifen pflegst, indem du schaust, dass dein Luftdruck einfach nicht unter dem vorgeschriebenen Luftdruck ist, sonst wetzt er sich einfach ab mit der Zeit. Läuft einseitig ab. Absolut. Genau. Und das wollte ich eigentlich auch sagen wegen den Zähnen. Also, mir ist das so eingefahren, als er das uns erzählt hat, also diese Geschichte am Samstag. Und darum sollten wir bedacht sein, dass wir unsere Zähne behalten können.
diese künstlichen Zähne, die da jeder in Europa rumschleppt, alle Superstars zeigen sie uns im Fernsehen, das ist alles Kunst. Und darum haben wir eigentlich die Produkte hier. Dieses ist ein neues Produkt, das möchte ich jedem empfehlen. Warum? Vor allem Familien mit Kindern. Das ist eine Tablette, schmeckt nach Vanille, nimmt man zwei davon täglich. Was macht's? Es reguliert die Mundflora. Wer kommt auf die Idee? Ich bis jetzt nicht. Durch einen Zufall bin ich darauf gestoßen. Und das heißt, wir haben da drei Bakterien im Mund. Und wenn die aus der Disbalance sind, dann kriegen die Leute gelbe Zähne, Zahnfäule, Zahnfleischentzündung, das ganze Theater. Und Kinder, weißt du selber, also das ist natürlich äußerst mühsam. Meiner hat jetzt das erste Loch im Zahn. Er möchte keines mehr. Also sollte er solche Dinge nehmen. Das gleiche gilt für das Zahnwasser, das haben wir schon mal vorgestellt. Das ist einfach ein anderer Weg. Übrigens interessant, wenn diese drei Bakterien in Harmonie sind, in Balance, dann erzeugen die Wasserstoffperoxid. Das heißt, die reinigen automatisch deine Zähne. Dann hast du automatisch ein basisches Milieu im Mund. Das ist ja sehr weiße Zähne. Und dann diese Neuentwicklung da aus Deutschland mit der Ultraschalltechnik für die Zahnbürste. Da wischt man eigentlich nicht mehr, da putzt man nicht mehr die Zähne in dem Sinne wie bis anhin, sondern man nutzt den Ultraschall, der dann sehr tief eindringt ins Zahnfleisch und dann die Bakterien vernichtet. Aber ich denke, der Schlüssel, wie bei der Darmflora, ist das, die Regeneration der Mundflora. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Und dann können wir natürlich diese ganzen Kronen und die ganzen Geschichten können wir verhindern. Also ich hoffe sehr, dass ich immer meine Zähne behalten kann. Mhm. Ich habe schon als Jugendlicher Riesenprobleme gehabt mit den Zähnen. Das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Wenn jetzt unsere Zuschauer, und darum geht es mir ja, haben jetzt natürlich in der Zeit, in dem allem, was gesprochen wurde, wahrscheinlich einige Dinge gesehen, haben gewusst, oh Moment mal, im Nacken tut es mir auch immer weh und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich nicht gerade, sondern schief laufe oder ich habe in der Hüfte oder in der Knie. Also alle die Dinge scheinen mir ja dann Anzeichen zu sein, dass mit meiner Haltung, was ich jetzt da alles gesehen habe heute, ist es allein mit der Fallstellung des Kiefers, habe ich früher gedacht, ja und wenn der ein bisschen vorstehende Zähne hat, das macht ja nichts. Also, macht mir auch nichts. Aber letztendlich, wenn natürlich dann die Konsequenz so ist, wie es da drauf ist, dass der dann wie ein Fragezeichen seine Wirbelsäule biegt und die irgendwann natürlich Schmerzen anfängt, Bandscheiben sich abreiben, Bandscheibenvorfälle etc. kommen, ist klar. Was ist den Zuschauern denn zu empfehlen? Wenn wir jetzt feststellen, Mensch, da und ich denke auch, uns ist nicht so gut und Rückenschmerzen, Hüftgelenke, Knie, was sollte man tun? Ja, man muss der Ursache wirklich auf den Grund gehen und muss irgendwo anfangen. Man muss sagen, man macht einen Check. Also ich mache dann einen, das heißt, einen Termin machen, ja, wir machen bei dir in Rheinach. Ich mache eine Untersuchung und schaue dann diese Komponenten an und kann dann sagen, wo wir weitergehen. Ich mache dann eine einfache Korrektur und mache die dann in verschiedene Schuhe, dass man ein Konzept hat für 10 Wochen oder länger, dass man auf diesen Sohlen läuft, um zu sehen, wo sich die Haltung hin bewegt. Und dann kann man dann richtig beurteilen, nach dieser Zeit von der Anpassung, der Körper braucht das, ist eine Übersteuerung und das pendelt sich dann ein. Und dann sieht man nachher, wenn sich die Muskulatur gelöst hat, welche Parameter dann da wirklich zur Sache kommen. Im Vorgespräch hast du auch gesagt, du hast auch die Beziehung zu Zahnärzten, die dann diese Korrekturen, die da eventuell sind, vornehmen können. Genau. Das heißt, du selbst als Orthopäde darfst am Zahn nichts machen, Nein. Das ist Monopol der Zahnärzte, Genau. Aber du kannst es sehen aus deiner langjährigen Berufserfahrung und sagst dann, gehen Sie mal zum Zahnarzt und sagen Sie dem, hinten links ist zu tief und da ist zu hoch. Genau. Man muss da etwas ausgleichen. Ja. Ich finde, wir sollten mal zeigen, die Wirkung von Elektrosmog auf die Körperhaltung, das haben wir ja gerade vorhin gesehen. Mhm. Aha, auch interessant. Ja, nicht, das ist eben auch so, das ist jetzt ein Aspekt mit den Zähnen, aber wir haben ja noch andere. Ja, Handy und alles. Nahrungsmittel, Kleidung, wenn du Polyester trägst, bist du komplett verschoben. Mhm. Mach doch mal schnell diesen Test, das haben wir ja vorhin gemacht mit dem Fernseher. Eben, wenn du jetzt schnell aufstehst und wir das in der Kamera, wir müssen jetzt schauen, welche Kamera. Wir nehmen jetzt die und wenn man das jetzt betrachtet, so, dann sieht man das, dass dieses Becken auf dieser Seite tiefer steht. Dreh dich mal mehr zur Kamera. Dahin, ja so. Genau. Oder wenn, so. Wenn man das jetzt, hier ist noch. Du musst geradeaus in die Kamera gucken, das Bild ist der Monitor. Das ist jetzt, genau. Das ist jetzt noch dieses Gerät hier, aber man sieht hier, dass das Becken auf dieser Seite
tiefer steht. Also das ist eine solche Rotation, diese Beckenschaufel. Diese Beckenschaufel verdreht sich so. Man kann das jetzt auch sehen an den Ellbogen oder an den Fingern. An den Ellbogen sieht man das gut. Das ist jetzt viel tiefer. Wenn man jetzt eine ionisierende Sohle nimmt und sie da drauf, mit den Schuhen da drauf stellt, so, ohne, wenn das keine Blockade ist, ich muss das von vorne machen, ich mache das immer von vorne. Dann müsst ihr euch drehen, dass die Zuschauer es sehen. Dann vorne. Dreh dich da. Mal auf die Seite. Da. Okay. Das ist noch schwierig, das zu zeigen, oder? Ja, so ist gut. Dann sieht man, dass es jetzt gerade ist. Also, und hier ist jetzt noch eine Blockade. Das Becken hat hier immer noch eine Rotation. Die Beckenschaufel steht hier immer noch in einer Verdrehung. Und wie könntest du jetzt das lösen, wenn du diese zwei Chips da reinmachst? Geht das? Passiert das? Nein, das ist jetzt eine mechanische Blockade, okay. Oder? Man kann das jetzt testen, wenn man die noch zusätzlich in die Hosen oder in die Tasche nimmt. Dann kann man schauen, ob, wenn es nur eine Steuerungsebene ist, dann kann man das kontrollieren. Doch, das hat massiv verbessert. Das ist eindeutig. Über diese Wirkungsweise, das müsste man genau zeigen, weil das kann man hier im Studio nicht ganz. Es wäre noch interessant, im Vorlauf das zu zeigen, im Stehen und im Liegen. Und wenn Sie jetzt mit diesen Produkten an den Fernseher geht, ist die dann auch verschoben? Kannst du das mal machen, Lilo? Nein, wenn sie jetzt das weggeht und einen Bildschirm oder ein Stromkabel wieder berührt, dann fällt sie sofort zurück. Aha. Also wenn man das wegnimmt dann geht das sofort wieder in diese Haltung, in diese schräge Haltung zurück. Wenn du aufstehst, ist es sofort wieder. Und wenn sie keine Blockierung hat, dann kann man das wiederholen. Also man kann das dann wieder lösen. Aber das zeigt eigentlich, dass in der Kette dieses myofaszialen Netz immer noch Verklebungen, Triggerpunkte da sein oder Blockierung. Und die muss man dann zusätzlich noch lösen. Klassisch über Physiotherapie oder Massage. Wenn ich mich versorge mit den Sohlen, mit diesen Chipkarten, wir nennen sie jetzt Energiekarten, dann zieht es schon meinen Körper in eine, ich sag mal, in Richtung Optimum gehende Position. Ja. Das heißt aber nicht, dass die Ursache behoben ist. Nein, genau. Das heißt, ich habe mir im Prinzip eine Krücke angelegt, die das ausgleicht. Genau. Aber beheben geht es nur, wenn ich Termin mache bei einem der Kollegen. Also es ist auch entsprechend schwierig, eben, wenn man das gesamte System nachher untersucht. Ich sehe sehr viele, die bei mir sind. Ich kann dir schon ziemlich genau sagen, wenn sie kommen, gibt gewisse Haltungsmuster, die sind sehr schwierig. Dann ist nicht der Fuß das Problem, sondern es ist wirklich der Kopf oder die regulativen Ebene das Problem. Zähne, Auge. Okay. Das ist sehr schwierig. Die Psyche spielt ja auch viel mit. Doch. Man sagt ja, wenn ich so diese Themen Hammer, germanische Medizin mir anschaue, diese Ursachenverfolgung auf die Symptome dann, und dann sagt er zum Beispiel zum Thema Rücken, wenn jemand permanent Probleme mit dem Rücken hat, dann geht er nicht aufrecht durchs Leben. Das heißt, jemand, der sich ständig duckt und klein macht. Mobbing und solche Sachen. Ja, aus Gründen, vielleicht Karriere oder man will es allen recht machen oder was für Gründe es da geben mag. Keine Schuldvergebung, oder? Man kann nicht vergeben, das ist ein enormes Problem, oder? Genau, auch so eine Thematik. Und wenn jetzt so jemand kommt, dann musst du ja neben deiner orthopädischen Ausbildung musst du ja auch noch letztendlich ein halber Psychiater sein, um denen zu sagen, du mein Freund, wir brauchen nicht mit der Einlage gucken, guck mal, dass du dein Leben in den Griff kriegst. Ja, aber da habe ich schon so viele Leute jetzt angeschaut, das spüre ich schon oder sehe ich oder das merke ich, wenn ich jemand die Haut palpiere oder wenn du die Haut nicht ablösen kannst oder solche Sachen, wenn du gewisse Triggerpunkte hast, es gibt ganz bestimmt diese Systeme, wenn der Plexus verklebt ist, dann weißt du schon, da ist was anderes dahinter. Und da muss man dann sprechen darüber und sagen, das ist nicht das Fußproblem. Ich kann auch heute behaupten, 80% der Fußbeweglichkeit, ich habe so viele Füße angeschaut und ich mache das über einen Amnesebogen und ich fühle das immer auf, wenn ich die anschaue, da sind 80% ist in der Beweglichkeit kein Fehler. Außer das ist ein Beinbruch oder Zerrung. Oder dann merkst du das, dass es da was geschehen ist. Aber sonst nicht. Also das zeigt mir schon, dass der Fuß ein Adapter ist, ein unglaublicher Adapter, und der kann sich unglaublich gut anpassen. Der badet am meisten aus, oder?
Also in der Deformation, wenn es am Becken nicht mehr geht, dann kommen Hammerzehen, dann kommen Halluxen und dann kommen Krallenzehen und dann kommen dann die problematischen Fußdeformationen wie Senkungen und Knickungen bis in der Plattfuß. Außer das ist dann angeboren, oder? Also was ich nicht verstehe, ich habe diese Füße, also meine Großmutter hat das ganz schlimm gehabt, meine Mutter hat auch diese Art, also Hallux und dann diese Krummzehen. Was mich erstaunt jetzt, wenn ich das sehen würde an meinen Füßen, dass die anfangen sich zu, dann würde ich mal irgendwo hingehen und mich da erkundigen, ob was da los ist. Also ist ja unheimlich. Ich auch, ja. Da muss ich ja mein ganzes Leben drauf laufen. Und ja. wie tun das die Leute nicht, oder was ist das? Nein, es ist dann, vieles ist dann vererbt und vieles liegt dann natürlich auch an den Schuhen und an gewissen Sachen, die man dann nicht lassen will. Also das ist dann, kommen dann noch verschiedene Komponenten dazu, aber es ist meistens eine Innenrotation des Beines, eine falsche Stellung vom Becken. Der Hallux wird garantiert durch das Becken ausgelöst, weil das über Jahre eine falsche Rotation hat. Da steht der erste Strahl, also der Großzehen steht in einer falschen Position, im Gehen. Mhm. Das kann ich zeigen, also ich habe das, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Nein, das glauben wir dir. Und es ist ja auch vielfach alles schmerzhaft, was damit mit Bewegungsapparat zu tun hat. Ob das Rücken ist, das Becken ist, ob das die Knie sind und so. Du hast ja ständig, haben die Leute dann Schmerzen. Ja. Und so ist natürlich das Leben. Und dann, wenn du sagst, 95% sind von solchen Schiefständen in irgendeiner Art und Weise betroffen. Wenn wir nur davon ausgehen, dass die Hälfte das mit Schmerzen verbindet, dann musst du dir mal vorstellen, wie viele Menschen unter Schmerzen leiden, wo sie nicht sich bewusst sind, wo es herkommt. Weißt, wo ist es übel? Das ist einfach das Schwierige, dass man regulatorisch machen kann, wo finde ich dann die Harmonie oder die Balance oder die neutrale Zone wieder. Wo kann ich das ausgleichen, dass ich dem Körper die Möglichkeit gebe, zu kompensieren. Das finde ich ein ganz interessanter Satz. Nicht, dass es irgendein Teil der Körper in der Wirbelsäule blockiert wird und muskulär noch verkrampft wird, sondern dass ich das wieder in eine Bewegung lösen kann, oder? Und wenn ihr das findet, dann ist das unglaublich. Also was mich erstaunt, aufgrund der Rückmeldungen oder auch E-Mails, die wir bekommen, dass der Organismus offensichtlich extremst regenerationsfähig ist. Also das wenn ist wir ihm diese Produkte geben, dann nehmen, Korallen, diese Mineralzusätze, dann hast du Leute, die waren invalid und die können wieder arbeiten. Und das erstaunt mich schon ganz extrem. Und ich kann nur immer wieder sagen, Schande über dieses sogenannte Swissmedic und besonders Amt für Gesundheit, die diese Informationen mit allen Mitteln zu versuchen zu verhindern. Also wirklich Schande, das sind unglaubliche Leidensprozesse für die Menschen, die völlig unnötig werden, gigantische Summen, die verschwendet werden. Einfach sehr, sehr traurig. Also wir sollten nicht aufgeben, wir haben hier Mittel und Wege zur Hand, die uns wirklich zutiefst dienlich sind. Und die können wir natürlich nutzen. Viele dieser Dinge übrigens spottbillig. Also das, was ihr jetzt gesehen habt, diese kleinen Karten, die kosten praktisch nichts. Das für die Zähne ist auch sehr erschwinglich. Also braucht man nicht mal irgendwie Hunderte von Franken auszugeben. Man hat einen großen Nutzen. Mhm. Und das finde ich einfach ganz toll. Und das wird uns einfach verschwiegen oder sogar verboten zu sagen. Das ist natürlich bedauerlich. Also ich würde auch gerne nochmal genau auf den Punkt kommen, den wir den Zuschauern als Empfehlung mitgeben können. Das heißt, immer wenn am Bewegungsapparat Schmerzen auftreten, die ursächlich mit dem Bewegungsapparat zu tun haben, dann ist die Ursache meistens nicht der Bewegungsapparat, sondern ein Verursacher, Zähne, Füße, psychische Dinge, Unfallgeschichten in der Art. Bei dir, Dieter, wenn man einen Termin macht, ich kann auch zu dir kommen und kann einfach sagen, Dieter, ich habe manchmal Rückenschmerzen, check mich einfach mal, ob irgendwas, ob ich da wie so Marionette womöglich durchs Leben laufe und merke das nicht. Und dann hat Andreas auch die ganz wichtige Position dazu gebracht, es reicht natürlich nicht, sich nur korrigieren zu lassen. Bei uns ist auch wichtig, die Ernährung. Immer wieder, du bist ja so ein Vertreter, der immer wieder kommt und wir diskutieren dann immer heiß zwischen Karotte und Nicht-Karotte. Aber, wie gesagt, gesunde Ernährung ist was, was uns durch nichts erspart bleibt. Auch sage ich immer, egal wie toll die Nahrungsergänzungen sind, die es auf dem Markt gibt, wird nie eine gesunde Ernährung ersetzen können. Deswegen heißen sie auch nicht Nahrung, sondern Nahrungsergänzung. Und so sage ich immer, darauf achten, dass alles in Harmonie kommt. Ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich wieder mal. Ich mich auch. Gesund durch Wissen. Die Folge, ich glaube, 12 oder 13 haben wir heute, ich weiß es gar nicht mehr. Aber mit dem Dieter ganz, ganz tolle Informationen, die auch mit Sicherheit die Zuschauer dankbar entgegennehmen. Ja. Ganz vielen Dank euch dreien. War wieder eine tolle Sendung.
Liebe Zuschauer, achten Sie darauf. Und jetzt wissen Sie, der Dieter Hedinger sitzt in dem Kanton Aargau in Rheinach. Dort können Sie hingehen und können Ihren kompletten Apparat checken lassen. Die Produkte, die der Andreas vorstellt, finden Sie im Internet unter www.tatwellness.com. Dort können Sie sich über die Produkte informieren. Und dann haben Sie alle diese Dinge, die Sie wieder mal brauchen, um fit zu bleiben und gesund zu bleiben. Und wenn Sie so einen Termin gemacht haben beim Dieter, lassen Sie mich wissen, was dabei rausgekommen ist. Ist für andere Zuschauer immer wieder interessant, um es zu sehen, wenn es ein anderer gemacht hat. Teilen Sie mir mit, was Sie erlebt haben. Dankeschön, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Time2do.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.